Welcher Wein passt wissenschaftlich bewiesen zu Schokolade und ist Schokolade wirklich ungesund? Erfahren Sie alles heute hier in diesem Video und damit herzlich willkommen auf dem Science-Sofa, heute hier am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Wir sprechen heute über die Wissenschaft von Schokolade. Das mache ich zusammen mit Physiker Dr. Thomas Wilgis, der sich ganz viel mit der Physik von Lebensmitteln beschäftigt. Hallo Herr Wilgis. Guten Tag. Wir fangen mal an mit einem Gerücht, das wahrscheinlich jeder kennt. Schokolade ist ungesund. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Stimmt das? Ach, das stimmt eigentlich nicht. Also natürlich ist Schokolade ungesund, wenn man sie massenweise isst. Aber wenn man sie eben moderat isst und als Abschluss eines Desserts oder zum Kaffee, zum Espresso, dann ist das überhaupt nicht ungesund. Im Gegenteil, das ist sogar gesundheitsfördernd, weil es ist natürlich etwas drin, was wir eigentlich benötigen, nämlich diese sogenannten Polyphenole, die eben in der Kakaobohne sehr stark vorkommen. Und die sind natürlich Antioxidantien, haben antioxidative Wirkung. Das heißt, sie tun uns eigentlich gut. Wobei man immer dazu sagen muss, also wenn man die nur moderat isst, ist die Aufnahme des Polyphenols natürlich, sag mal, eher gering und die gesundheitlichen Wirkungen sind vielleicht doch eher auch gering. Aber es ist natürlich Genuss und was uns gut tut, das schmeckt auch. Und wenn es uns schmeckt und wenn wir es lieben, dann ist es einfach auch gesund. Was wäre denn noch moderat? Also wie viele Tafeln darf ich essen, so dass ja, Sie sagen also, würden, das ist noch gesund? Also ich kann, das ist wahrscheinlich individuell verschieden, dass also manche Leute haben einfach mehr Schokoladebedarf. Also ich bin mit einem Stück nach dem Essen zufrieden und insofern sind es zwei am Tag, mittags und abends. Und das ist für mich schon moderat, mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht. Gucken wir mal auf den Geschmack von Schokolade. Die schmeckt ja süß und lecker, das ist aber noch nicht alles. Das macht auch so ein schönes, angenehmes Gefühl irgendwie im Mund. Woran liegt denn das? Also was passiert, wenn ich so ein Stück Schokolade in den Mund nehme? Also es kommt immer darauf an, wie viel Fett, also wie viel Kakaobutter die Schokolade hat. Da kommt natürlich ganz entscheidend eben der Schmelz dazu. Das ist so ein physikalisches Phänomen, denn die Kakaobutter, das ist ja also sozusagen Fett und was die Schokolade dunkel macht, das ist die Kakaomasse, das muss man immer unterscheiden. Und dieses Fett, das schmilzt einfach im Mund und zwar bei angenehmen 33,8 Grad, wenn die Schokolade gut ist. Mhm. Und das heißt also, das schafft also unsere Mundtemperatur, schafft das spielend aufzuschmelzen. Und wenn natürlich die Schokolade schmilzt, dann ist das so ein nachhaltiges Schmelzen, ein langsames Schmelzen. Was haben wir für eine Mundtemperatur? Also wir haben 37 Grad, also 36,7, 37 Grad, da misst man auch Fieber da drin nicht. Und das sind diese typischen 36,7 bis 37 Grad, darüber hat man dann leichtes Fieber. Und dann schmilzt die eben angenehm auf. Und das heißt, bei Fieber ging es noch besser? Ja, da schmilzt es schneller. Aber da schmeckt wahrscheinlich auch keine Schokolade mehr. Wenn man 40 Grad Fieber hat, ich weiß nicht, ob das Schokolade stimmt. Schmeckt. Aber es ist schon so, dass eben diese Schmelzen, ist eben so ein physikalischer Vorgang und das gleitet dann eben über die Zunge sozusagen, diese flüssige Schokolade, muss sich da den Weg bahnen durch den Speichel und dann werden die ganzen Aromen, die ganzen Geschmacksstoffe freigegeben, also bitter, süß und eben diese ganzen Röstaromen, diese typischen Schokoladenaromen, die wir eigentlich so lieben. Die Grundzutat von Schokolade ist Kakao. Wie macht man jetzt aus Kakao genau diese leckere Schokolade dann? Also wie kommt es von der Bohne zur Schokolade? Also ganz einfach. Also nicht ganz einfach, aber es ist im Prinzip technologisch sehr einfach. Die Bohne wird geerntet, wird dann fermentiert. Das heißt, dann werden durch diesen Fermentationsprozess werden dann diese ganzen Bitterstoffe, viele dieser Bitterstoffe abgebaut. Die wäre gar nicht genießbar sonst. Und dann wird die natürlich geröstet. Das heißt, also die kommt in ein Röstverfahren, ähnlich wie Kaffee. Das heißt, dann bekommt sie eben diese typischen Aromen und dann wird eben Fett und getrennt von die, also das Fett wird eigentlich vorher getrennt und dann hat man praktisch Fett und diese Kakaomasse. Die Kakaomasse muss dann sehr klein vermahlen werden, dass es kein grisseliges Gefühl auf dem Mund gibt, auf der Zunge gibt und dann werden die beiden wieder zusammengefügt und dann kommt es drauf an. Also habe ich jetzt mehr, habe ich mehr Kakaomasse, habe ich weniger Kakaomasse, gebe ich dann zum Beispiel noch Milchpulver dazu für die Milchschokolade und all diese Dinge und dann ist die Schokolade nicht fertig.
Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt ja, also mit mehr wäre dann zum Beispiel 100% Kakao oder 70, ja. 100 ist selten, aber vielleicht irgendwie 70 oder 80, aber es gibt ja auch Schokolade mit deutlich weniger. Was ist dann da sonst noch drin? Ja, eben das Fett und der Zucker, also Kakaopuder als Fett und eben dann noch je nachdem Zucker und wenn es Milchschokolade ist, eben noch das Milchpulver. Es gibt, und das finde ich total verrückt, heute ganz verschiedene Geschmacksrichtungen von Schokolade, zum Beispiel mit Salz, mit Chili, was auch immer. Was macht denn das zusammen im Mund? Also was löst das irgendwie aus? Dieses Süß mit Scharf kombiniert, ja, wieso finden Leute das toll? Ja, das ist natürlich, man muss ja da zwei Dinge beachten. Zum einen ist die Schokolade natürlich, sie braucht Wärme aus der Zunge, um zu schmelzen. Das heißt, die Zunge muss die Wärme erstmal nachliefern, das geht natürlich über die Blutzirkulation. Das heißt, die Zunge hat die leichte Chance, ein bisschen abzukühlen. Und wenn dann eben noch Chili dabei ist, dieses Capsaicin, das Chili, das löst natürlich vorteilsweise im Fett, dann hat man natürlich dann so noch ein wärmendes Gefühl auf der Zunge. Nicht? Das heißt, das ist also völlig spannend. Ich habe dann mehrere physikalische Phänomene, dass zum einen die Temperatur durch den Chili nochmal hochgetrieben wird und zum anderen natürlich eben auch dieses leichte Kühlen durch den Schmelz und zusammen mit den Aromen und dann eben dieser trigeminale Reiz, also diese Wärmeempfindung, das macht dann eben eine Sensorik, die ist einfach unbestritten gut. Es gibt viele Menschen, die jetzt vielleicht zu einer Chili-Schokolade, vielleicht auch zu einer normalen Schokolade sehr, sehr gerne Wein trinken. Es gibt bestimmt auch, haben Sie sicher auch einen guten Trick, wie finde ich einen guten Wein, der jetzt genau zu meiner Schokolade mit, sagen wir mal, 75% Kakao und ein bisschen Chili passt? Insofern sind da eigentlich schon beide Vereinigungen natürlich schon, bestimmte Komponenten. Denn der Wein ist auch bekannt, dass eben viele Polyphenole enthält, eben von den Trauben. Und da ist schon, wenn das ein bisschen höher ist, die Polyphenolgehalt im Wein, also ein bisschen bitterer, ein bisschen adstringierender, paart er sich mit der Schokolade eben auf dieser Ebene, weil die ist ja auch ein bisschen adstringierend, ein bisschen bitter und solche Dinge. Nicht? Das heißt, da hat man schon eine gute Geschmacksgrundlage. Dann sollte der Wein nicht zu sauer sein. Das heißt, es sollte jetzt kein ballernd saurer Rheingau-Riesling sein. Den trinkt man besser zu Gemüse oder zu Fisch oder was auch immer. Aber die Schokolade sollte ein bisschen verhalten sauer sein. Also dann sind es eben Rotweine, diesmal gehaltvolle Rotweine haben. Der darf dann ruhig auch ein bisschen mehr Alkohol haben, also so um die 12-14%. Weil der Alkohol natürlich wiederum das Fett mehr aus der Zunge löst und solche Dinge. Also dann hat man eine ganz sensationelle Aromafreigabe. Paaren von verschiedenen Systemen, also kulinarischen Systemen. Und da ist der Rotwein, der ein bisschen adstringierend ist, nicht zu säuerlich wirkt, eigentlich ein idealer Partner. Also Wein zu Schokolade passt perfekt, er sollte nicht zu sauer sein und darf ruhig auch ein bisschen mehr Alkohol haben, sagt Dr. Thomas Wilges. Dankeschön fürs Gespräch hier auf dem Science Sofa. Gerne. Musik